Wenn ein Jude und ein Nazi beste Freunde sind. Selbstverständlich nach ihm. Nach ihm. Nach ihm. Nein, nach ihnen. Ihr zwei. Kann das zu Problemen führen? Wir suchen ein Bild. Warum kommen Sie nicht zu mir in die Galerie? Wo ist es? Ich weiß nicht, wo dieses Bild ist! Bringen Sie nach Berlin. Die haben dort ihre Verhörmethode. Komm her! Lieber Gott, warum hast du ihn nicht verrecken lassen? Wenn der Jude in die Uniform des Nazi schlüpft, kann das unter Umständen die Probleme lösen. Was soll das? Was wird das jetzt? Kameraden! Tut mir leid, aus der Kiste noch rauszukommen, hab schon vor. Der Hauptstammführer bin ich! Siehst du, Jude? Der Führer lässt seine Männer nicht im Stich. Er ist nicht ich! Es gibt Schwierigkeiten. Beide behaupten, Hauptstammführer Smekal zu sein. Victor, sei vernünftig. Es gibt 1000 Kleinigkeiten, du wirst dich verraten. Heidegger! Ich weiß jetzt, warum Sie niemanden zu dem Gefangenen lassen. Sie sind ein Judenfreund. Das war vor dem Krieg. Weiß ich doch. Geheime Reichssache! Michelangelo! Moritz bleibt treu. Es gab Kaffee, frische Brötchen, geräucherte Entenbrust. Georg Friedrich. Ich glaube, ich kann so langsam verstehen, warum du so glücklich bist in dieser schönen Uniform. Ursula Strauß. Auch wenn du nur ein kleiner Furz bist in diesem Riesenwahnsinn. Vielleicht bin ich ein Furz, aber ich bin ein Siegerfurz. Mein bester Feind. Lena. Bitte. Sie dürfen Ihren Verlobten jetzt begrüßen.